So, ich werde jetzt mich auf ein paar ganz kurze ergänzende Regime zum NVV beschränken. Das ist hauptsächlich eine Alphabetsuppe. NSG, MCCA, PSI, CSI, also das, ich gemuten Ihnen heute einiges zu, ich weiß, aber ich werde es versuchen, relativ schmerzfrei zu machen. Zenger-Gruppe ist keine Abkürzung, ist ein Exportkontrollregime im Rahmen des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Sollte im Grunde genommen regeln, welche Technologien und Industrieanlagen und Spaltstoffe an Staaten exportiert werden können, die außerhalb des NVV bleiben. Betrifft eigentlich nur noch wenige Länder und ist heute auch nicht mehr so bedeutend. Herr Zanger war ein Schweizer Diplomate, der erste Vorsitzende war. Wie viele Leute waren das oder sind das? Wie bitte? Wie viele Leute sind da drin? Leute? Ja, das sind alle Staaten. Das ist ja ein Unterorgan des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Da sind also alle Länder drin, die im nuklearen Nichtverbreitungsvertrag Mitglied sind, können dort sein. Aber ich hatte vorhin gesagt, 150 Länder haben keine nennenswerte nuklearen Aktivitäten. Die betrachten das eher beiläufig. So, hier haben wir ein anderes Exportkontrollregime. Das ist ein Kartell von 46 Staaten. Das sind fast alle Hersteller nukleartechnischer Anlagen, mit Ausnahme Pakistans und Nordkoreas, die ihre Exporte gegenüber allen Staaten, egal ob Mitglied des NVV oder nicht Mitglied, von Kriterien leiten lassen, die schärfer sind als die der Zanger-Gruppe. Also die Zanger-Gruppe hat so eine Liste mit Technologien entwickelt, die ist unendlich lang, ich glaube 30 Seiten oder so, je nachdem wie man die schreibt. Die haben noch eine zweite Liste hinzugemacht und haben gesagt, wir wollen keine Urananreicherungslage, keine Plutoniumwiederaufarbeitungsanlage und keine Anlage zur Schwerwasserherstellung liefert. Das sind genau die Technologien, von denen ich Ihnen vorhin genannt habe, dass das diejenigen sind, die am proliferationsgefährdetsten sind. Darüber gibt es eine Triggerlist. Auf dieser Liste stehen all die Produkte drauf, die nicht exportiert werden dürfen. Und sie haben sich auch auf gemeinsame Prinzipien geeinigt. MTCR ist ein ähnlich aufgebautes Kartell zur Kontrolle der Exporte von Raketen oder Raketenkomponenten für solche Raketen, die mehr als 300 Kilometer Reichweite haben und ein Traggewicht von über 500 Kilometer haben. Das sind nämlich die ausweislich die geeigneten Träger für Kernwaffen. 34 Teilnehmerstaaten, auch da mit Ausnahme Pakistan, Iran und Nordkorea, eigentlich die Staaten, die die wesentlichen Technologien haben. Und das Ziel ist es eben, die Ausbreitung von Raketen zu Technologie zu verhindern. Das haben alle sozusagen in ihrem nationalen Bestand, aber das Sinn solcher Exportkontrollregime ist es, dass alle gemeinsam handeln, also die gleichen Listen haben, die gleichen Prinzipien verfolgen. Und das nicht bei dem einen Land ein bisschen scharfer, bei dem anderen Land ein bisschen weniger scharf ist. Deswegen diese internationalen Regime, die im Grunde genommen nur Abstimmungsorgane sind, ausführende Organe sind immer die nationalen Exportkontrollbehörden. Bei uns ist es das Außenwirtschaftsamt hier. Hier, nicht weit von hier. Da ist auch Russland dabei? Ja, natürlich. So, dann gibt es noch Sonderregime gegen einzelne Staaten, etwa Sonderregime, die die Vereinten Nationen verhängen. Das war bei Irak der Fall. Also die Vereinigte Sicherheitsrat kann einem Staat alle friedlichen Kernaktivitäten untersagen, wenn diese friedlichen Kernaktivitäten Anlass dazu geben, dass sie eigentlich nur missbräuchlich gemacht werden. Das ist gegenüber Irak 1990 und Iran 2007 geschehen. Aber die Vereinten Nationen können auch einzelne Staaten mit Sanktionen belegen, etwa was Personen betrifft, die an irgendeinem Programm mitwirken oder Institutionen. Und das können auch einzelne Staaten machen. Das ist kein Monopol der Vereinten Nationen, sondern jeder Staat kann oder jede Staatengruppe kann solche Sanktionen verhängen. Und die Vereinten Nationen können sogar umfassende Sanktionen bis hin zu militärischen Aktionen verhängen. Ja? Dann heißt es, im Iran wurde 2007 verboten. Ja. Und ist es wieder aufgehoben worden? Nein, es ist nicht aufgehoben. Die Iraner halten sich einfach nicht dran. Okay. So wie die Iraker sich damals auch nicht gehalten haben. Ne? So, dann haben wir Proliferation Security Initiative, das ist PSI, hat nichts mit Psycho oder so weiter zu tun. Das ist eine von Präsident Bush ins Leben gerufene Initiative, die das Ziel hat, ja, internationale Transfers, sei zu Luft oder zu Wasser, sozusagen zu kontrollieren. Insbesondere Transfers von Raketentechnologie, von
Atomwaffenkomponenten besonders illegale Transfers aufzuspüren. Die meisten Transfers müssen ja irgendwann mal in nationale Häfen oder Flughäfen kommen. Dort müssen also häufiger Kontrollen durchgeführt werden nach den gleichen Prinzipien, den gleichen Technologien. Und das ist auch ganz wichtig, Inspektionen auf hoher See sind möglich unter denjenigen Staaten, die sich gegenseitig das zugesagt haben. Unter diesem Regime, das 21 Kernmitglieder hat und 77 Sympathisanten, die Kernmitglieder sind diejenigen, die sich gegenseitig Inspektionen auf hoher See zu erlauben, hat das eigentlich inzwischen eine Menge an Bedeutung gewonnen. Die wichtigste Tat war eigentlich gleich im Jahr 2003, dass in Libyen ein Transfer von gefährlichen Technologien nach Libyen verhindert werden konnte. Dann haben wir noch CSI, das hat also nichts mit CIS oder sowas, auch mit dieser Krimiserie zu tun, das heißt Container Security Initiative, das auch 2002 nach den Anschlägen vom 11. September ins Leben gerufen. Ziel war es, zu verhindern, dass auf einem Schiffscontainer oder Lastwagencontainer eine Kernwaffe oder Kernwaffenmaterial in die USA kommen. Ursprünglich war das nur für die USA gedacht, inzwischen ist es ausgeweitet worden. Die USA haben 48 Häfen weltweit, das ist ungefähr 75% aller weltweiten Transporte oder Transfers mit einbezogen. Das heißt, das ist inzwischen zu einem globalen Regime geworden, dass Container sowohl zu Land als auch zu Wasser intensiv daraufhin untersucht werden, ob sie nuklear technische Signale geben, sagen wir mal so, oder nicht. Und das wird also auch im Hamburger Hafen praktiziert, das wird in vielen, vielen Häfen praktiziert. Ist inzwischen zu einem globalen Regime geworden. Also die Idee ist, hinter beiden, da es Länder gibt wie Nordkorea, Iran, Pakistan, die Nukleartechnologie streuen und die man nicht in die Exportkontrollregime reinkriegt, muss man sozusagen ein ergänzendes Regime haben, welches Transfers von solchen Sachen einbezieht. Einschließlich hier bei Container Security, das ist schon eine Antiterrorismusmaßnahme. Ja, das war es eigentlich ganz kurz, wie ich besprochen habe, und dann können wir die Diskussion einstellen. Danke. Vielen Dank.